Herzlichen Dank. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Controlling ist zu langsam. Und ich bin heute, glaube ich, nicht der Erste, dass Ihnen das, der Ihnen das erzählt. Vielleicht nur in etwas anderer Form. Weil was nehme ich häufig wahr? Ich nehme häufig wahr, dass ich hinterher als Vertriebler, und ja, ich oute mich, solche Sachen zu sehen bekomme. Wir haben vorhin schon gesehen, dass es vielleicht eine gute Idee ist, sich mal etwas in Richtung Vertrieb zu bewegen. Ich fand Ihren Ansatz mit den Salesplanern beispielsweise hervorragend. Was ich aber auch wahrnehme, ist, dass die Manager sagen, wir wollen bunte Bilder, wir wollen iPads. Und vorhin in der Pause sagte mir einer, du bist doch der iPad-Guy. Ja, einer meiner Güte. Und ich sage, 99% aller Unternehmen verbrennen mit dem iPad Geld. Und weshalb ist das so? Das ist deshalb so, weil Manager die falschen Fragen stellen. Und falls sich von Ihnen jemand jetzt wundert, dass das andere Folien sind als die, die Sie in Ihrem Programm haben, dann ist das ganz bewusst so gedacht. Denn zum Thema Geschwindigkeit gehört auch, dass man sich an das anpasst, was jetzt gerade dran ist. Und das möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Denn wichtig ist, die richtigen Fragen zu stellen. Was heißt, die richtigen Fragen zu stellen? Und das gucken wir uns mal anhand eines Kollegen an. Vielleicht kennen Sie diesen Herrn nicht, aber Sie kennen wahrscheinlich das Unternehmen. Das ist Ulrich Nehammer, CEO von Coke. Und das ist einer der Manager, die mich in meiner beruflichen Laufbahn, die jetzt schon fast 30 Jahre lang währt, mit am nachhaltigsten beeindruckt hat. Ich durfte ihn ein Stück weit bei seinem Weg begleiten. Und Ulrich Nehammer, der stellt 4 wesentliche Punkte sehr klar immer raus, die wichtig sind im Business. Punkt Nummer 1, Geschwindigkeit, Speed. Und jeder hat schon mal den Spruch gehört, nicht die großen Firmen schlucken die kleinen, sondern die schnellen überholen die langsamen. Ja, ich glaube, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Die Frage ist nur, wie konsequent wird es denn auch wirklich umgesetzt? Und da erlebe ich durchaus Unterschiede. Das nächste Thema ist Zusammenarbeit. Es ist im Regelfall nicht so, dass nur der Vertrieb mit dem Kunden redet, sondern dass vielleicht auch Service, dass Logistik mit dem Kunden zusammenarbeitet. Und hier kann IT, hier kann auch Controlling helfen, eine gesamte Kundenperspektive zu kriegen. Nummer 3, Verknüpfung. Das heißt, die Systeme so zu verknüpfen, dass auf der einen Seite die Daten, die sonst oft nur im Controlling da sind, eben auch an der Front draußen da sind. Und auf der anderen Seite die Daten, die der Vertriebler aufnimmt und generiert, auch wieder so ankommen, dass man sie auch für strategische Planung nutzen kann. In beide Richtungen. Und das Ganze im Sinne von Scalability, wie man sagt, Skalierbarkeit. Das heißt, Sie müssen das Geschäft schnell hoch und idealerweise schnell runter skalieren. Das ist in jedem Geschäft sicherlich anders, bei dem einen oder anderen weniger, aber Skalierbarkeit ist beispielsweise etwas, was Startups als eine ihrer wesentlichen Herausforderungen haben und wo Controlling unheimlich helfen kann. Und das Ganze, wie er immer so schön sagt, in einem Mobile Context, das heißt in einem mobilen, immer verfügbaren System, nämlich mit dem, wo Sie möglichst nah am Kunden sind. Ulrich Nehammer beispielsweise steuert seine Company vom iPhone. Der hat kein PC mehr. Sagt, die schlechteste Entscheidung, die er treffen kann, ist die, die er im Büro trifft. Er ist draußen. Und das Thema ist Speed. Und er ist jemand, der stellt die richtige Frage. Sie alle haben vielleicht schon mal so einen roten Coca-Cola-Kühlschrank gesehen, wo so ein Haufen Zeug drin steht. Hat man ja mal im Kiosk irgendwo gesehen.
Das hat früher ca. 4 Wochen gedauert, bis, wenn ein Kiosk gesagt hat, ich möchte gerne so einen Kühlschrank, bis das Ding installiert war und danach irgendwann Ware dadurch verkauft wurde. Was hat Ulrich Nehammer gesagt? Ulrich Nehammer hat mich gefragt, wie können wir diesen Prozess irgendwie ein bisschen schneller hinkriegen? Und wir unterhalten uns über einen Prozess, der 4 Wochen gedauert hat. Ulrich Nehammer hat sich hingestellt vor sein Management und hat gesagt, was müssen wir tun, um einen Kühlschrank in 24 Stunden beim Kunden zu haben? Und die Gesichter sahen noch ein bisschen überraschter aus, als die, die sie gerade aufsetzen. Das heißt, die Frage der Fragestellung macht die Qualität. Und er hat dann gesagt, welche Führungssysteme müssen wir anpassen, welche Managementsysteme müssen wir anpassen, auch welche Controlling-Systeme müssen wir so anpassen, dass wir dieses Ziel erreichen. Da schließt sich wieder der Kreis zu meiner Aussage, dass 99% mit dem iPad Geld verbrennen. Weil das ist dann ungefähr so, wie wenn Sie zu Hause eine Designerküche haben und Sie malen sich eine Tütensuppe in der Mikrowelle warm. Das ist dann so ungefähr das, wie die meisten das iPad nutzen. Super Technik, bunte Bilder, aber eben nicht zielgerecht. Das heißt, er stellt die richtigen Fragen und das ist eben das ganz Wichtige. Und wie schaut es in der Praxis aus? Sie haben vorhin zu Recht gesagt, ich hätte gerne ein Praxisbeispiel. Sie kriegen jetzt mal ein Praxisbeispiel. Das ist live, Systeme, was macht Coca-Cola? Coca-Cola sagt, die Außendienstler haben mittlerweile iPads und die sehen auf dem iPad, wenn die in den Markt reingehen, sehen die, was hat der einen Absatz gemacht, was hat er Umsatz, was hat er? Punkt Nummer 1. Vergangenheit. Wir haben vorhin schon gehört, die meisten Systeme bei Dr. Jeckler haben wir so früh gehört, und gesagt, es sind 2 Probleme, die wir haben. Retroperspektive. Wir gucken in die Vergangenheit. Ganz einfach, wir gucken uns den Kram von der Vergangenheit an, um wichtiger ist, nach vorne zu gucken. Und das Zweite, die richtigen Schlüsse zu treffen. Was machen die? Die gucken einmal an, was war. Und was sie dann machen, sie nehmen auf, wie ist die Ist-Realität. Weil vielleicht hat er im letzten Monat noch genügend Umsatz gemacht, aber in diesem Monat ist es so, dass der mehr Eier an Red Bull verkauft wird als Coca-Cola. Und glauben Sie mir, Außendienstler hassen das, jedes Mal eine Ist-Aufnahme zu machen. Die hassen das. Die sagen so, Scheiß, ich habe meine Umsatzzahlen, wieso soll ich jetzt nochmal da aufnehmen, wie viel Coca-Cola drin ist? Das haben die übrigens erkannt. Die Version, die Sie hier sehen, ist noch die alte. Die alte war nämlich so, die haben dann Hakelisten ausgefüllt und haben das anmarkiert. Heute halten die dieses iPhone vor dem, dieses iPad vor den Kühlschrank und die App erkennt automatisch, wie viel Prozent ist da Coca-Cola. Die erkennt automatisch, wie viel Prozent sind nicht Coca-Cola-Produkte. Und was dann rauskommt, ist sowas. Das nennen die Right Execution Daily oder Red Score. Das heißt, es kommt sofort eine Zahl raus, die sagt, wie hoch ist die Potenzialsausschöpfung bei diesem Kunden. Und die gehen noch einen Schritt weiter, die gehen nämlich den Schritt richtig und sinnvollerweise weiter, indem sie sagen, lieber Verkäufer, über was unterhältst du dich jetzt am besten mit diesem Kunden? Das heißt, dann kommt eben bei Mind und unterhält sich eben jetzt über, und Sie sehen es hier, Missing Products, das heißt, unterhält sich jetzt eben über Diet Coke, über Cherry Coke oder über dieses Wasser. Und glauben Sie mir, Coca-Cola hat ein paar mehr Produkte als da stehen. Und was der Außendienstler jetzt machen kann, jetzt kann er entsprechend draufgehen, sieht die wesentlichen Produktmerkmale, die wesentliche Einwandsbehandlung, also alles die Dinge, die so den typischen Vertriebstrainingsordner zu Hause im Regal sind. Nein, die Dinge haben die genau da. Und wir unterhalten uns oft beim Thema Controlling über die Frage, wie sind unsere Zahlen? Coca-Cola geht einen Schritt weiter. Die rechnen dem Kunden vor, wie viel Kohle er verdient, wenn er diese zusätzlichen Produkte reinnimmt. Die gehen in den Markt, in einem Supermarkt, in einem Rewe, da steht im Eingangsbereich eine Palette mit Badeschlappen. Dann haben die einen Schuh drauf und dann kann ich sagen, lass uns mal darüber halten, was passieren würde, wenn du diese Palette Badeschlappen ersetzen würdest gegen eine Zweitplatzierung von Coca-Cola. Und dann könnt ihr dem auf dem iPad vorrechnen, dass der mal eben 20.000 Euro mehr Deckungsbeitrag in der Woche drin machen kann. Das finde ich ein ziemlich gutes Argument. Das heißt, ein Ding, was sie denken zu sagen, wir werden erfolgreicher,
wenn wir den Kunden erfolgreicher machen und wenn wir sogar den Vertrieb-Controlling-Tools für einfach strukturierte Menschen wie mich, die lange aus dem Vertrieb gekommen sind und sagen, das bitte nicht mit Pivot und was weiß ich, sondern leicht handhabbare Dinge, die mit rüberkommen. That's the point. Die gehen jetzt den Schritt weiter. Hätte es jemand von Ihnen schon mal gesehen? Das ist relativ frisch. Coca-Cola arbeitet mit Salesforce, mit einer adaptierten Version von Salesforce, einem der führenden CRM-Systeme. Und jetzt war vor kurzem die Dreamforce, die nationale weltweite Konferenz von Salesforce. Ich war bei der deutschen Konferenz mit dabei. Und was die machen ist, mit einer Plattform Einstein, wie sie dort heißt, künstliche Intelligenz zusammenzubringen mit Customer Relationship und mit Controlling System. Das heißt, was machen die? Wir haben vorhin das Thema Social Monitoring gehört. Was die jetzt machen, die gucken sich nicht nur den Kunden an, was hat er bisher gekauft, was habe ich für eine Historie und so weiter, sondern die ergänzen das um die Fragen, natürlich CRM-Daten, aber Kalender, E-Mail-Daten, Social Media. Und ja, alles, was vorher schon da war, aber vorher waren es separate Bausteine und jetzt ist es komplett integriert. Es gibt auch andere Anbieter, die das hier so tun, aber ich finde, Salesforce ist da ziemlich intelligent und Coca-Cola ist gerade dabei, das umzusetzen, dass sie sagen, okay, wie kann ich denn nicht ein separates Social Media Monitoring haben, wie kann ich ein separates CRM haben, wie kann ich ein separates ERP haben, so wie kriege ich alles zusammen. Und das schaut dann so aus, dass man ein Cockpit hat und in diesem Cockpit steht dann eben Next Steps beispielsweise. Und da steht auch sogar ein Schritt davor noch, welche Kunden solltest du denn ansprechen? Coca-Cola ist dabei, gerade seine Tourenplanung umzustellen darauf, dass das System vorschlägt, zu welchem Kunden dieser Außendienstler fährt. Und so auf der Basis einer ziemlich genau errechneten Wahrscheinlichkeit, dass der da Umsatz machen kann. Und das ist, wo ich sage, dann kommt da mal Drehzahl drauf auf das Thema. Weil wozu dient denn Controlling? Natürlich muss ich Bedarfsplanung und so weiter machen, aber idealerweise ist Controlling für mich der Dienstleister und ich fand das mit den Selbstplanern super. Sozusagen allein das Thema Akzeptanz ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, was ich ja bei Ihnen auch mitgenommen habe, Herr von Dacke. Und aber auch die Frage so aktionsorientiertes Controlling. Das ist das, was die Tools machen. Und dann kann es in Zukunft vielleicht so ausschauen. Das heißt, jemand ist unterwegs und sieht, hupsala, ich meine Umsatzziel nicht erreicht. Jemand ist unterwegs und sieht vielleicht, hey, da habe ich ja die umsatzstärksten Kunden und die könnte ich ja mit welcher Abschlusswahrscheinlichkeit auch mir mal anschauen. Und ich kann sie zielgruppengerecht ansprechen. Und ich glaube, es wird sicherlich nicht unbedingt immer zielführend sein, dass jemand kurz bevor er ins Taxi einsteigt, guckt, zu welchem Kunden fahre ich jetzt. Das ist mir ein bisschen zu agil. Aber genau in die Richtung geht's. Die Frage ist, mit welchen Systemen? Und jetzt kommen auch mal so ein paar Spiegelstriche. Wir sehen immer den mit den bunten Bildern. Es muss ja mal ein paar was zu lesen geben. Gibt es auch von mir. Was sind Anforderungen an Systeme? Wichtig, egal für welches System Sie sich entscheiden. Und ich bin weit entfernt davon zu sagen, es gibt nur ein richtiges, sondern es ist immer die Frage, es gibt ein passendes System für Ihr Unternehmen. Und was sind wichtige Kriterien? Erstens, möglichst plattformübergreifend. Wissen Sie, was vor 10 Jahren die beliebteste iPhone-App war? Haben wir eine Idee? Vor 10 Jahren gab es noch kein iPhone. Wenn ich vor 6 Jahren gesagt hätte, BlackBerry verabschiedet sich aus dem Markt für Business-Telefone, dann hätten Sie wahrscheinlich gesagt, was haben Sie auch früher geraucht und wo kriege ich das? Ich bin nicht so vermessen zu sagen, dass iPads so wie heute auch in 5 oder 6 Jahren noch die führende Tablet-Plattform im Business-Bereich sein wird. Werde ich nie behaupten, umso wichtiger ist heute schon plattformübergreifend zu denken. Punkt Nummer 2, das System muss anbindbar sein. Die schönste Insel macht keinen Sinn, wenn Sie keine Brücke, keine Fähre, keine Flugverbindung zwischen den Systemen haben. Es muss anbindbar sein. Es muss passend sein für Sie. Salesforce kann für den einen passend sein, andere Systeme wären anders. Es muss
sicher sein, das Ganze, und ganz wichtig, gerade wenn Sie aktionsorientiert und Vertriebler dran haben, es muss einfach möglichst dead simple, einfach zu bedienen zu sein. Das ist das Thema. Und dann ist es relativ egal, ob das jetzt ein Microsoft Surface, ob das ein iPad ist, ob das ein BlackBerry oder was weiß ich ist, und Sie können einfach sagen, okay, ersetze dieses BlackBerry gegen ein anderes System, völlig egal, überhaupt nicht das Thema. Es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Ich habe immer einen Leitspruch, der heißt immer erst Hirn einschalten, dann Technik. Die meisten machen es leider andersrum. Ich zeige Ihnen mal im Sinne von konkrete Beispiele, also vielleicht ist es nicht nur bei Ihnen, aber die Frage, wie kann man sowas machen? Also ein erster Schritt, das ist ein anderer Kunde von mir, Transgourmet, die haben ein SAP Business Warehouse und hier ist es schon so, dass der Außendienstler sich die Zahlen so zurechtdrillen kann, wie er sie braucht. Früher musste Controlling dort immer, war mehr damit beschäftigt, irgendwo Zahlen aufzubereiten für den Vertrieb. Und da haben wir gemeinsam mit Frank Seibelt, mit dem Geschäftsführer, haben wir gesagt, okay, ist es vielleicht nicht sinnvoller, dass sich Controlling damit beschäftigt, mit welchen Systemen können wir eigentlich den Vertrieb produktiv machen, als dauernd irgendwie die Sekretärin für den Vertrieb zu sein. Also haben wir denen die Tools gegeben, wo die sich selbst die Sachen so runterdrillen können, wie sie brauchen. Und die können das dem Kunden so zur Verfügung stellen. Das heißt, sie schicken dem Kunden eine Mail, da ist ein Screenshot genau von seiner Auswertung und die können bis runter auf den einzelnen Artikel drillen, inklusive anderthalb Vorjahren. Und der Kunde, wenn er das bekommt, kann er eben entweder sagen, ich möchte es im Browser öffnen, wenn er zufälligerweise auch SAP BI hat oder das ist ein interner Kollege, dann öffnet sich das gleiche im BI. Er kann es auch scannen, da geht es direkt auf seinem Smartphone auf oder kriegt dann noch einen Screenshot, wie er es gerne haben möchte. Das ist eine Kommunikation nach draußen. Wir haben vorhin so wunderschön bei Frau Rogers gehört, auch um die Frage im Nachgang nochmal, ja, zu sagen, internes Reporting, externes Reporting und solche Dinge, also hier. So kann sowas ausschauen. Oder haben wir heute ja auch hier als einen der Partner, also Systeme, die vom PC bis runter zum Smartphone idealerweise alles Ihnen so zur Verfügung stellen, wie Sie das Ganze brauchen. Für diejenigen von Ihnen, die gesagt haben, ich habe hier eine Agenda gelesen und in der Agenda steht, dass der Jekyll was erzählt über Apps. Dann sagt, das ist ja irgendwie eine Nase, der erzählt gar nichts über Apps. Ich hatte geplant, etwas über Apps hier vorne zu erzählen, habe dann aber erstens gesehen, dass wir nach einer Mittagspause bzw. eine Kaffeepause haben. Zum Zweiten, ich war ja heute schon den ganzen Tag dabei, glaube ich, ist es wichtiger, dass wir uns in diesem Rahmen darüber unterhalten, was wir gerade gemacht haben, nämlich wozu und welche Fragen müssen wir stellen. Wenn Sie die besten App-Empfehlungen haben wollen, sprechen Sie mich einfach nach Pause nochmal an, geben Sie eine Visitenkarte, Sie kriegen von mir eine Liste, ich habe so eine Basisausstattungsliste, wo Sie so 20, 30 Apps drauf haben, wo Sie sagen, damit können Sie wirklich produktiv arbeiten. Kriegen Sie gerne, damit möchte ich aber Ihre wertvolle Zeit hier nicht blockieren, sondern eher mit der Frage, okay, was kommt nach PC, was kommt nach Tablet? Und gar nicht zu sagen, das ist irgendwie out of date oder langweilig, sondern es geht darum, was kann ich permanent verfügbar haben? Was kann ich permanent verfügbar haben? Ich bin der Bekloppte mit den zwei Uhren. Also ich habe gerne eine schöne Uhr und ich habe auf der anderen Seite gerne eine smarte Uhr. Und mittlerweile nicht nur ich, da ich die zweite Generation der Apple Watch habe, kann ich mit meiner Frau mittlerweile sogar kommunizieren per Apple Watch. Wunderbar. Und es gibt mittlerweile Unternehmen, die transportieren eben die wesentlichen Kernziffern auch schon auf beispielsweise Smartwatches. Weniger ist mehr, haben wir vorhin erst gehört. Und genauso kann man auch rückmelden. Es gibt Facility-Management-Unternehmen beispielsweise, die haben solche Themen, ich muss mich irgendwo einchecken, ich muss mich irgendwo auschecken. Ja, das kann man auch damit wunderbar machen. Das geht automatisch, das geht location-basiert und dann habe ich mehr verkaufsaktive Zeit und ich habe die wesentlichen Informationen dabei. Was ist das nächste? Ja, ein anderer hat es vielleicht schon mal gesehen. Google Glass. Da höre ich immer, ja, Google Glass ist ja ein Flop gewesen. Sorry, wenn Sie glauben, dass Google Glass ein Flop gewesen ist, dann haben Sie das Konzept nicht verstanden. Google Glass ist ein absoluter Erfolg. Weshalb? Weil Google einer der ersten Mal, und die probieren halt auch mal Dinge aus, bevor sie schon marktreif sind, einer der ersten Mal, der dieses System verstanden hat, nämlich die Kombination von echter Realität und zusätzlichen Informationen, die ich dann zur Verfügung bekomme, wenn ich sie brauche. Und es gibt so ein paar Kundengespräche, da ist das Thema Laptop nicht so ganz praktisch.
Gib mir mal ein Beispiel aus einer Branche, die ich ab und zu mal nutze. Fliegerei. Es gibt mittlerweile, gibt es Fluggesellschaften, da haben die Flugbegleiter eine Google Watch, ein Google Glass auf. Und es gibt auch noch andere Systeme. Und die sehen, wer sitzt da. Ich könnte mir das nicht merken, wer da sitzt. Da werden sie mit dem Namen angesprochen. Da sehen sie genau, will der jetzt die vegetarische Variante, will der den Früchteteller oder was weiß ich. Und sie sehen vielleicht auch, was der das letzte Mal im Bordverkauf gekauft hat. Und ob der jemand ist, der affin ist dafür, dass sie ihn ansprechen können, ob der vielleicht noch einen Duft für seine Frau mitnimmt. Weil sie sehen auf der Uhr, der hat eine Frau, der hat das letzte Mal einen Darmduft vielleicht gekauft und sie haben diese Information drauf. Verfügbare Technologie. Cross-Selling höre ich immer in vielen Vorträgen, dafür ist Cross-Selling-Potenziale analysieren. Es gibt Controlling-Abteilungen, die analysieren sich zu Tode mit Cross-Selling-Analysen. Aber es kommt nicht beim Vertrieb an. Das kommt an. Es gibt Airlines, die haben 20% mehr In-Flight-Sales gemacht, dadurch, dass die eben mit solchen Wearable-Technologien arbeiten. Und das heißt, ich möchte aber nicht, dass da so einer mit so einer Brille vor mir steht, das schaut ein bisschen komisch aus. Die Consumer-Variante gibt es übrigens nicht mehr, aber es gibt eine Business-Variante, weil Google sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie man das in Business einsetzen kann. Da gibt es eine Menge an Beispielen, die das sehr smart nutzen. Das ist erst der erste Schritt. Weil das schaut, gebe ich ja auch zu, ein bisschen komisch aus. Das ist der nächste Schritt. Und die gibt es schon. Dieses Foto ist von 2014. In 2014 hat sich Google diese Kontaktlinse patentieren lassen. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass the next big thing von Apple auch eine Technologie in dieser Form sein wird. Die ärgern sich gerade ziemlich, dass sie sich nicht patentieren lassen. Weil dann habe ich eben nicht mehr diese störende Brille dazu. Und es gibt heute schon Technologie, wo sie Sensoren drauf haben, wo sie Bildinformationen eingeblendet kriegen und ihr Gegenüber denkt nicht, da steht der Terminator gegenüber, sondern ein Mensch. Weil letztendlich wollen Menschen von Menschen kaufen. Das wird auch eine ganze Zeit lang noch so bleiben. Und das halte ich auch für sinnvoll. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, es geht darum, vordenken statt nachdenken. Nicht hinterher zu sagen, ich fand es im letzten Meeting so toll, im letzten Vortrag so toll, da sprachen sie mir aus der Seele, als sie gesagt haben, da haben wir diese Meetings, wo wir uns hinterher darüber unterhalten, weshalb das nicht funktioniert hat. Ich kenne es. Sie natürlich nicht, aber ich war mal so 5 Jahre bei Chivo, also da gab es ein Motors and Mansion Meeting. Ich habe da mein Dog and Pony Show dazu gesagt, also wer ist die coolste Sau im Raum und weshalb ging was nicht. Ich finde das irgendwie ein bisschen konstruktiver, wenn man sich darüber unterhält, wie können wir der Außendienstmannschaft als Controlling die Dinge zur Verfügung stellen, damit sie eben proaktiv in dem Moment, wo sie die Information brauchen, relevant die Informationen haben. Das ist die Frage. Und deshalb, was ist die Essenz? Die Essenz dazu ist, top erfolgreiche Unternehmen nutzen erstens zuerst ihr Hirn, bevor sie die Technik einschalten. Erst Hirn einschalten, dann Technik. Top erfolgreiche Unternehmen nutzen integrierte künstliche Intelligenz. Das heißt, sie haben nicht einmal ein Reporting für Social Media, einmal ein Finanzreporting, nicht einmal vielleicht noch ein Tool für künstliche Intelligenz, sondern so wie Sie es am Beispiel von Salesforce Einstein gesehen haben, ist das so integriert, dass es handhabbar ist. Das heißt, dass es ganz normal integriert ist, dass der Außendienst in seinem Cockpit sieht. Was ist der nächste logische Schritt? Und vor allen Dingen top-erfolgreiche nutzen verfügbare Technik. Ich habe mir das letzte Woche bei den Jungs von Salesforce angeguckt. Die Systeme sind heute schon so weit, heute künstliche, integrierte Intelligenz sind heute schon so weit, dass ihnen das Dashboard nicht nur anzeigt, welchen Kunden sie als nächstes kontakten, sondern der macht ihnen auch den Vorschlag, ist es sinnvoller, diesen Kontakt zu besuchen,
diesen Kontakt anzurufen oder diesen Kontakt eine E-Mail zu schreiben. Und wenn das System sagt, die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass Sie einen Abschluss machen, wenn Sie eine E-Mail schreiben, dann kriegen Sie schon eine vorformulierte E-Mail, die Sie so losschicken können und nochmal anpassen können. Und als ich die letzten Montag gesehen habe, diese E-Mail, stockte mir leicht der Atem. Die las ich sinngemäß so: Lieber Herr Müller, wir haben uns ja vor 14 Tagen unterhalten über dieses und dieses Thema und ich habe gerade auf Facebook gesehen, Sie waren auf der Messe in Paris und Sie haben mir ja auch vor kurzem noch mal einen Blogbeitrag geschrieben auf diesem und diesem Portal zu dem Thema und außerdem kennen wir ja gemeinsam den Herrn Müller und den treffe ich sowieso 2 Stunden vor Ihnen, da bin ich um die Ecke. Was halten Sie denn davon, wenn wir uns nächste Woche um 16 Uhr treffen? Das kriegen viele echte Vertriebsleute so nicht hin. Das macht Sinn. Das ist genau das Thema. Bei all dem Thema Technik, ganz, ganz wichtig, erst Hirn einschalten, integrierte künstliche Intelligenz nutzen und nutzen Sie vorhandene Technik, geben Sie Gas. Vielen Dank. Gas. Es ist noch eine Minute Zeit bis zur nächsten Pause. Hat jemand eine Frage? Sind Sie ein Computer? Nein. Das ist eigentlich so ein bisschen für mich so die Frage. Es ist sehr integriert, es ist sehr intelligent. Gewinnt man nicht so ein bisschen das Gefühl, Mensch, der Computer übernimmt jetzt so die Sales-Aktivitäten. Ist das denn überprüft? Ich meine, ist der immer richtig? Weil ich komme dann als Sales-Mensch da, so, oder sagt mir das ja, hier kommt E-Mail, lese ich nochmal kurz an und weg damit. Was passiert, wenn, ein anderes Beispiel, wo ich auf die Frage komme, ich habe mal von meiner Frau, die wollte mir auf Kleinanzeigen einen Sofa zeigen. Guck mal, Schatz, hier ist ein tolles Sofa. Habe ich mir angeguckt, nicht, dass wir eins brauchten, aber sie fand das irgendwie toll. Dann habe ich 3 Wochen lang ich habe so eine Sport-App und auch bei eBay und so, kriege ich ständig Sofas angeboten. Ich sage, Leute, das ist echt langweilig. Zum Glück hat er nicht nach Jesus gesucht. Ja, sie wollte mir mal ein BH zeigen. Dann komme ich von meinen Kumpels und sage, hier, guck mal, hast du aus den Sportnachrichten gesehen, was kaufst du denn ständig? Das geht auch schief, irgendwie, finde ich. Also es ist nicht, alles nicht so super intelligent. Sicherlich ist das jetzt ein banales Beispiel. Amazon kann das viel besser. Aber es passiert eben doch, dass das manchmal nicht so hinhaut. Ja. Was ist Ihre Antwort? Also es sind 2 Antworten. Die eine Antwort ist, die Systeme werden immer intelligenter. Das heißt, früher waren die wirklich sehr, sehr plump. Also da waren sie, haben sich zufälligerweise mal verklickt und waren irgendwo mal auf einer Sport-BH-Seite aus Versehen und schon haben sie den ganzen Slam gekriegt, den sie nicht haben wollten. Die sind mittlerweile sehr viel intelligenter, die Systeme, und sie kriegen immer mehr Informationen, die für sie relevant sind. Das Gleiche auch umgesetzt im Unternehmenskontext ist die Relevanz und die Qualität immer besser. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, sie ersetzt den Menschen nicht, sondern sie ergänzt ihn. Das heißt, es ist eben so, dass Sie sagen, ich habe eben das, was ich vorher mühevoll zusammensuchen musste, kriege ich vom System zur Verfügung gestellt. Den persönlichen Besuch, Mensch will von Mensch kaufen, das mache ich persönlich. Also, und die E-Mail geht auch bewusst, das finde ich auch gut, nicht automatisch raus. Also vor dem Hintergrund glaube ich auch auf lange Zeit, auch wenn man im medizinischen Bereich anguckt, IBM Watson ist beispielsweise der weltbeste Diagnostizierer für Krebskrankheiten. Das MIT hat 5 Jahre aktuelle Krebsforschung reingehauen in dieses System. Es gibt keinen Arzt der Welt, der 5 Jahre aktuelle Krebsforschung im Kopf haben kann. Es gibt aber noch keinen Watson, der hinterher mit dem Patienten redet. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, was man noch übersetzen kann, sozusagen Technik intelligent zu nutzen, um auch mehr Freiraum zu haben für die menschliche Kommunikation und für den Kontakt. Wir sind voll in der Zeit und werden auch ganz pünktlich schließen. Erstmal jetzt viel Spaß beim Kaffee trinken. Dankeschön.